ja auch noch ein paar Zollmechanismen, die sind allerdings im Moment, ja, also die, einige der relevanten dienen auch vor allem dazu, andere Länder auf Abstand zu halten, dass bloß kein Kakao produzierendes Land auf die Idee kommt, selber Schokolade irgendwo herzustellen, sondern dass sie gerade die Rohstoffe nutzen. Aber wir haben tatsächlich in der EU einen Außenschutz. Der ist auch viel besser, als der Bauernverband immer wieder gerne sagt. Der versucht, den Bauern noch Angst zu machen vor dem Weltmarkt. Eine Angst, die an diesen Stellen nicht begründet ist, weil die EU tatsächlich diesen Außenschutz noch aufrechterhält. Zwei Fragen auf dem rechten Flügel. Ladies first erst und dann kommen die Tunnel. Eine kleine Nachfrage. Sie haben eben gesagt, dass Kühlmann, E.ON etc. auch Agrarsubventionen erhalten. Soweit ich weiß, muss man ja, um diese Subventionen zu erhalten, nicht nur Land besitzen, sondern dort auch Landwirtschaft betreiben. Ja, da reicht ziemlich wenig. Also wenn du da mal mähst oder mal ein paar Schafe drüber jagst oder so, geht das schon ziemlich schnell. Und das ist dann ökonomisch sinnvoll. Ich wollte auch mal auf den Bauernverband drauf eingehen. Was denken denn die meisten Bauern selber vom Bauernverband? Sehen die wirklich noch so als einen Vertreter ihrer Interessen oder hat er oder eigentlich lässig? Also ja, wie ist da die Haltung? Also ich glaube ein bisschen die meisten schon, sonst könnte er sich das gar nicht mehr leisten, aber immer mehr. Und das wird, glaube ich, für den Bauernverband auch langsam ungemütlich. Viele fangen an zu zweifeln und fangen an, Fragen zu stellen und gehen zu der anderen Demo als zu der, die der Bauernverband organisiert hat. Der Weg ist da bestimmt noch weit. Es ist auch so, dass viele Menschen in der Landwirtschaft tatsächlich eine ganze Menge blöden Scheiß erleben. Von der Abhängigkeit von der Bank bis hin zur Kritik von den Nachbarn. Wir haben im Zusammenhang mit der Düngeverordnung mit vielen Bäuerinnen und Bauern diskutiert. Die sagen, sie werden immer angegriffen, wenn sie mit dem Güllefahrer losfahren. Egal, ob sie insgesamt genau die richtige Menge an Nährstoffen auf ihren Acker bringen oder ob sie überdüngen. Die Nachbarn nervt es einfach, dass es stinkt. Und es gibt wirklich Bürgerinitiativen, die sagen, dieses Dorf ist doch sowieso schon kein bäuerlicher Standort mehr. Wir wohnen alle in der Stadt, wir arbeiten alle in der Stadt, wir wollen den Gestank hier nicht. Wo man dann denkt, hallo, da geht dann auch ein bisschen was auseinander. Und wenn Bauern das erleben, dann tut es denen, glaube ich, erstmal gut, dass der Bauernverband sagt, wir sind ein starker Bauernverband und wir haben auch gemeinsame Interessen. Aber dass er genau das ausnutzt und dann falsche Ängste schürt und so tut, als wäre diese Bewegung gegen Bäuerinnen und Bauern. Das ist, finde ich, sehr böse von ihm und finde gut, dass die Rechnung an so vielen Stellen nicht aufgeht. Da müssen wir heute auch dranbleiben. Ich wollte noch einmal ganz kurz was zu Kühlmann sagen. Wir betreiben tatsächlich ja auch ein, kann man so schön finden, oder wie auch immer, ein Biogut, also für Tierensee, wo er auch alte Rassen züchtet von Rindern und Schafen und so. Also der macht da auch wirklich Landwirtschaft, wenn man so als Kommentar. Ja. Ich wollte nur mal fragen, inwieweit es denn gar keine Alternativen zu so einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft gibt, wenn man sich auch überlegt, dass mit wachsenden Bevölkerungszahlen oder so eine Alternative, die ja in dem Sinne noch gar nicht getestet ist, überhaupt tragfähig ist für eine sich wandelnde Gesellschaft, weil wir auch einen Professor an der Uni haben, eben auch für, ich glaube, nachhaltige Landwirtschaft, der die Meinung vertreten hat, ist eben eine ökologische Intensivierung durch vielleicht verbessertes Management, was eben Folgekosten wieder abdecken könnte, vielleicht sogar sinnvoller wäre als eben wieder die Errichtung von kleinbäuerlichen Strukturen etc. Also ich habe gemerkt, dass die Bäuerinnen und Bauern, mit denen ich hier rede, die haben überhaupt gar keinen Bock, als Kleinbauern angesprochen zu werden. Das sind die nicht. Das sind bäuerliche Betriebe, die welche bleiben wollen und die auch eine Vision haben für eine Landwirtschaft, wo ich an vielen Punkten mitgehe. Kleinbäuerliche Strukturen haben wir tatsächlich vor allem in anderen Regionen der Erde. Und da finde ich es zentral, und das hat auch der Weltagrarbericht 2008 gezeigt, dass wir verdammt aufpassen müssen, die nicht noch weiter zu zerstören. Wir haben fast 1 Milliarde Menschen auf der Welt, die hungern. Und davon hungern die meisten auf dem Land. Und davon hungern sehr, sehr viele auch, weil die Logik der Industriestaaten, ihre Agrarindustrie zu exportieren und ihre Fleischabfälle und ihr Billigmilchpulver und so weiter dorthin zu entsorgen, auch dazu die Situation noch dramatisch verschärft. Ich glaube schon, dass wir hier eine Landwirtschaft gebrauchen können, die ökonomisch auch funktioniert und auch ein bisschen größer arbeitet und auch kleiner. Ich glaube, dass wir mehr vielfältige Höfe auch teilweise wieder brauchen. Ja, viele Höfe haben sich im Laufe der letzten Jahre auch unter dem Druck der Beratung und der Bank und so weiter entschieden, sich zu konzentrieren auf nur noch Kühe, nur noch Schweine, nur noch Getreide. Und ich glaube, dass es mehr Nachhaltigkeit zu erreichen ist, wenn die wieder mehr diversifizieren, die Solarhöfe zeigen, dass das dann auch erst für bestimmte Formen der Zusammenarbeit
weil die Leute in der Stadt, die wollen nämlich zu 7 Höfen gehen, um 7 verschiedene Produkte zu bekommen. Und gerade diese Solani-Höfe haben dann eine reduzierte Tierhaltung, verschiedene Gemüse, ein bisschen Getreide und machen dann selber Brot daraus und so. Sie bieten da so einen Mix an, der auch stabilisierter und risikostreuender ist, was übrigens auch die Ökonomen immer sagen. Ja? Also wenn du, das sagt sogar jetzt der Bauernverband. Der Bauernverband fängt jetzt an und sagt, es stimmt schon, im Moment kann man mit den Kühen nicht überleben, machen Sie doch mal Weihnachtsbäume dazu. So, aber 2 ist vielleicht auch noch nicht genug. Und ob wir alle mit Weihnachtsbäumen retten, das weiß ich auch nicht. Ich würde gerne auf den Punkt nochmal eingehen. Also es gab diesen Begriff gerade ökologische Intensivierung, da komme ich ins Stutzen, vielleicht blicke ich da an irgendeinem Punkt nicht mehr durch. Das ist irgendwie ein Begriff, der ist, den kenne ich aus dem Buch von Löwenstein, der das im Prinzip gleichsetzt mit Agrarökologie. Und das ist mir aber auch irgendwo anders schon mal begegnet, das finde ich nicht mehr. Also vielleicht ist es dann, also und das ist halt von denen, ich glaube, das kam so in der Landsparing-Landsharing-Debatte und das war dann eher dem diesem Sparing-Ansatz zugeordnet, bei dem man halt sagt, man steigert die Produktion in ausgewählten Gebieten, also mit allem, was man da so reingeben kann. Also gibt es da vielleicht so einen anderen Begriff, nachhaltige Intensivierung, oder ich weiß nicht, vermische ich da irgendwie? Also ich kann es irgendwie besser. Ich habe leider das nicht studiert. Es gibt halt, also entweder der Begriff ist doppelt belegt, oder es gibt halt einen anderen Begriff, der das meint. Also das Problem ist, glaube ich schon, ich war neulich auf einer Tagung zur Agrarökologie und fand das auch sehr amüsant, dass verschiedene hochkarätige Referenten den Begriff völlig verschieden benutzt haben. Und dann fand ich es nicht so einfach zu sagen, was ist denn eigentlich genau, also dieses Agrarökologie oder auch das mit der Intensivierung, oder was meinen die an der Stelle? Und muss ich da sagen, halt, da kriege ich ganz große Bauchschmerzen damit? Oder ist es was, was so gut miteinander funktioniert und so gut im Kreislauf, in der Kreislaufwirtschaft gedacht ist, dass man das durchaus begrüßen kann. Ja, wir haben auch überall, es ist auch immer relativ. Wir haben die Wachstumsdebatte, ganz spannend jetzt, dass die Milchbauern diskutieren, könnten wir uns eigentlich noch, ist es auch wünschenswert, noch mehr Milch zu produzieren oder müssen wir nicht sogar Mengen reduzieren, um eine Perspektive zu haben, unsere Kühe auch in Zukunft wirtschaftlich haben zu können. Da gibt es quasi eine Wachstumsdebatte in der deutschen Kuhhaltung und gleichzeitig ist es klar, wenn wir über Wachstumskritik reden, dass es viele Länder und Regionen der Welt gibt, wo wir ihnen wünschen, dass es ein Wachstum gibt. Und dass sie auch viele Regionen in der Welt haben, wo Landwirtschaft im Moment sehr, sehr brach liegt. Ich war letztes Jahr in Rumänien, da sind viele Regionen, wo man denkt, boah, das wäre toll, wenn es dort, wenn dort mehr passieren würde und dann aber auch im Sinne einer funktionierenden, einer gesunden Kreislaufwirtschaft die verschiedenen Elemente sich gegenseitig unterstützen können. Aber das ist ziemlich, also es ist schon eine große Frage, an welchen Stellen man das wünschen kann, an welchen Stellen es ziemlich komisch ist. Es gibt auch immer wieder spannende Streits. Im Biolandverband wird gerade gestritten, ob sie da mit einem Schweineproduzenten zusammenarbeiten wollen, der, weil tatsächlich im Moment die Nachfrage nach Bio-Schweinefleisch endlich mal größer ist als in den letzten Jahren und damit auch das Angebot teilweise übersteigt. Und jetzt die Frage ist, will der Bioland-Anbauverband mit einem Schweine-Großproduzenten arbeiten, der dann quasi einen Teil seines Unternehmen-Imperiums auf Bio-Schweineproduzenten stellt. Es gibt Verschiedenes und ich finde aber auch tatsächlich, dass die alternative Beratung noch nicht stark genug ist, vor allem auch für alle verschiedenen Formen. Also ich wohne in Verden, nicht weit davon ist Wiesel-Wümmere, da ist das Norddeutsche Kompetenzzentrum ökologischer Landbau. Die beraten ganz massiv ökologische Höfe wie oder Umsteiger bei Umstieg. Und dann haben die aber letztlich schon ein ganz klares Raster, was sie beraten, und das sind eben die ökologischen oder gerade eben die Umstellung befindlichen. Und es gibt auch viele, viele Höfe, die nicht ökologisch sind oder sich auch nicht direkt umstellen und die beraten.
und das ist dann eine Situation, wo die Höfe sich darauf einlassen sagen, das ist für sie gut, aber wir können es nicht langfristig leisten, außerhalb der Wasserschutzgebiete das überhaupt nicht zu bringen. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne noch eine allerletzte Frage einschalten von mir selbst. Sie brennt mir einfach auf der Seele, Sie mögen es mir nachsehen. Aber ich komme nochmal auf meine Bündelungsfrage von Beginn zurück und verknüpfe das auch mit Aspekten aus dem Publikum. Sie haben so viel von Dysbalancen gesprochen, soeben von auf der Beratungsebene, vorher auf der politischen Ebene, wo es schwierig ist, mit diesen großen, mächtigen Akteuren fertig zu werden. Ist das nicht doch ein Grund für eine stärkere Bündelung der Kräfte auf dieser Ebene? Und jetzt gehe ich mal über den Bundesverband hinaus und frage Sie provokativ, brauchen wir nicht eine Partei, die diese Interessen vertritt? Eine Partei für Ernährungszukunft, also PEZ meine ich damit. Oder sind Sie mit der politischen Repräsentanz Ihres Ideengutes zufrieden? Ich bin natürlich nicht zufrieden. Ich bin aber auch sehr skeptisch geworden, weil ich so viele Machtfantasien erlebt habe. Ich mache jetzt seit über 25 Jahren mit aller meiner Zeit politische Arbeit. Ich habe nie eine ordentliche Ausbildung gemacht. Ich habe Unis immer nur zum Flyer verteilen gesucht und zum Vorträge halten jetzt inzwischen. Aber ja, es braucht mehr Strukturen und ich wünsche mir auch, dass die vernünftige Agrarpolitik, die von viel zu wenig Parteien im Moment gemacht wird, und wenn ich eben so transparent stehe, dann mag ich immer nicht gerne sagen, ich hab auch viele Probleme mit den Parteien, auch mit den Grünen, aber in der Agrarpolitik ist da manchmal gerade schon der hoffnungsvollste Ansatz. Ich habe trotzdem auch viele Bedenken, wenn man Bewegung hat, muss man, finde ich, und ich komme aus der Bewegung, das muss man dann hier wieder nachsehen, dass man dann diese Bewegung die Vielfalt braucht, um überhaupt sich auf diese Räume zu entwickeln, um auch den Druck zu entwickeln und den Rückenwind. Im Moment haben wir den in der Agrarpolitik nämlich noch lange nicht. Also wenn man den Bundesrat anguckt mit den 7 grünen Agrarministern, könnte man leichtsinnig werden, wenn man aber schaut, was andere Regierungen in den Ländern am Ende dann machen, ja. Wenn man schaut, was für eine rot-rote Agrarpolitik zusammenkommt in Brandenburg oder was die mit dem CDU und da gefällt mir vieles so ganz und gar nicht. Und ich glaube aber nicht, dass man, ich glaube, man killt Bewegungen, wenn man glaubt, dass man die jetzt mal eben eine neue PEZ-Partei umstapeln sollte. Wir haben mit den Grünen ja auch die Erfahrung gemacht, was passiert ist, was die Grünen unterwegs verloren haben. Wie viele heute sie noch nicht mal mehr für wählbar halten. Ja? Und die meinen dann meist nicht die Agrarpolitik, sondern die meinen andere Bereiche der grünen Politik. Aber das ist ein verdammt schwieriges Thema. Ich glaube auch, ich wünsche mir, dass es stärker, dass es wächst. Und vielleicht ist es dann irgendwann auch ein großer Akteur. Aber ich finde auch da, Vielfalt ist viel besser. Ja? Also da wünsche ich mir eben 7 Kompetenzzentren für verschiedene nachhaltige landwirtschaftliche Beratung. Und ich will, dass auch die konventionellen Höfe da ihre gute Beratung finden. Weil bei den Wissel Höfe können die gleich wieder nach Hause gehen. Also das ist auch nicht so ausgerichtet. Und ich glaube, wir brauchen ganz viele Höfe für die Agrarwende. Und die sind unterschiedlich groß und die sind unterschiedlich gestrickt. Das ist genauso gut so, wie dass die Akteure, die Agrarwende Arbeit machen, ganz schön unterschiedlich sind. Frau Sonnemann, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie heute vorgetragen haben, dass Sie uns zur Diskussion zur Verfügung standen. Sie haben viel, wirklich viel Wertvolles gesagt. Eines darf man auch mit im Hinblick, sicherlich unbewusst, aber im Hinblick auf die nächste Vorlesung. Sie sagten nämlich, wir ernähren die Welt. Und das war ja dieser Slogan, auch vom Deutschen Bauernverband, wir ernähren die Welt. Und sagten dazu, wir verbreiten dadurch aber auch Hunger und zerstören tradierte Agrarstrukturen. Und genau das wird dann in der nächsten Woche aufgegriffen werden von Benedikt Herlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft in Berlin. Da geht es nämlich um genug statt mehr. Paradigmenwechsel in der internationalen Agrardebatte. Wir kommen dann also auf die internationale Ebene. Das scheint mir angesichts dessen, was wir heute gehört haben, auch wichtig zu sein, dass wir diesen Schritt vollziehen. Vielen Dank an Sie, vielen Dank ans Plenum. Bis zur nächsten Woche.